Der Frühling ist da, die Fahrradsaison steht vor der Tür. Und für Leute, die nicht jeden Tag auf einem Drahtesel sitzen, holen wir uns heute mal ein paar Tipps ein, was es zu beachten gibt und was so die neuesten Trends sind. Nicht jedes Fahrrad ist so sauber wie die hier im Laden. Wenn ich mein Fahrrad aus dem Keller hole, was sind da die wichtigsten Sachen, die ich beim Putzen beachten muss? Also wir würden als erstes einmal einen Fahrradreiniger empfehlen, die Grundreinigung mit einem Lappen oder mit Wasser und zum Schluss dann die Kette ölen mit einem Reinigungsmittel, leicht auftragen, mit einem Lappen vorher abziehen und dann sollte das von alleine gehen. Das heißt, ich putze mein Fahrrad genauso, wie ich mein Auto durch die Waschanlage schicke. Was sind denn die wichtigsten Pflegehinweise, die es zu beachten gibt beim Fahrrad? Also nicht reinigen mit einem Hochdruckreiniger, Öl und Reinigungsmittel auf die Bremsscheiben vermeiden, damit das Fahrrad lange hält. Wenn ich mein Fahrrad dann geputzt habe, will ich es natürlich auch fahren und im besten Fall lange behalten. Für die Sicherheit gibt es viele Möglichkeiten. Frau Wolf, was sind so die Schlösser, die ich für mein Fahrrad kaufen kann? Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier, was ich jetzt in der Hand habe, ist ein einfaches, klassisches Rahmenschloss, was am Rahmen befestigt wird. Und das kann ich noch weiter kombinieren? Genau, das können wir kombinieren mit einer Einsteckkette, was ich hier in der anderen Hand habe. Dann kann man es am Baum, Fahrradständer einmal anketten. Das ist mit dem Schloss kompatibel, wird hier einmal eingesteckt und man kann es, wie schon gesagt, am Fahrradständer, am Baum anketten. Dadurch ist nochmal zusätzliche Sicherheit gewährleistet. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die macht ordentlich Krach und die schauen wir uns einmal drüben an. Diese Alarmboxen sind ganz schön laut, die können zusätzlich zum Schloss am Fahrradrahmen befestigt werden. Und wenn das Fahrrad dann weggeschoben wird oder zu viel hin und her bewegt wird, lösen die aus und machen dieses Geräusch. Wer sein Fahrrad im Stehen sichern will, sollte natürlich auch im Straßenverkehr sicher sein. Dafür sind Helme das wichtigste Utensil. Was genau gilt es da zu beachten? Ja, wichtig ist, dass der Helm gut sitzt und gut abschließt, wie man hier bei der jungen Dame sieht. Er schließt gut hier ab. Ich mache hier mal den Test. Er wackelt nicht. Hier unten könnten wir ihn noch zumachen. Und die Klipse an der Seite kann man sich einmal einstellen. Die sollten ungefähr 1 Zentimeter unterm Ohr sitzen. Perfekt, also wäre ich mit dem Helm natürlich super sicher unterwegs. Das ist jetzt ein klassisches Modell. Nach oben hin gibt es natürlich keine Grenzen. Und auch wenn die Fahrräder mittlerweile schon voller Technik sind, sind es natürlich auch die Helme. Was kann dieses besondere Modell denn? Ja, hier haben wir einen ganz besonderen Helm. Hier hätten wir einmal eine, ist mit Bluetooth gekoppelt, eine Blinkerfunktion. Man kann über Radio oder über Spotify Musik hören. Das würde halt alles gehen bei dem Helm und nach oben hin sind keine Grenzen. Die Sicherheit hätten wir dann damit abgedeckt, aber natürlich geht es beim Fahrradfahren auch um Komfort. Und da gibt es auch viele Gadgets, die man an sein Fahrrad anbauen kann. Herr Rodermond, was haben wir hier an dem Fahrrad? Das ist eine Parallelogramm-Federsattelstütze. Das ist aber ein kompliziertes Wort. Was macht die genau? Also diese Federsattelstütze federt nach hinten und dämpft somit die Schlaglöcher der Straße ab. Und das ist dann besonders schonend? Ja, für den Rücken- und Steißbeinbereich. Also kann man damit auch auf den Grafschafter Straßen gut unterwegs sein, die vielleicht nicht so ganz glatt sind. Auf jeden Fall. Es gibt also viele Möglichkeiten, bequem, sicher und vielleicht auch schick durch die Gegend zu fahren. Was zu Ihnen und Ihrem Fahrrad passt, erfahren Sie am besten bei Ihrem lokalen Fahrradhändler.